jetzt. Wie schließen wir diese Xbox Series X an? Erstmal zum Zubehör. Wir haben eine Xbox Series X da stehen. Das ist ein Kasten, der ist schwarz. Da ist die Technik drin. Dann haben wir einen Controller daneben liegen. Das ist ein Wireless Xbox Controller. Der ist dafür da, um uns gleich navigatorisch im Menü fortbewegen zu können. Dann brauchen wir noch ein HDMI-Kabel, welches im Lieferumfang der Xbox Series X dabei gewesen ist. Das HDMI-Kabel selber ist ein Highspeed-HDMI-Kabel, das heißt, das ist für die nächste Generation schon ausgelegt. Dieses Kabel benötigen wir zur Konnektivität zwischen den beiden Geräten. Und was wir brauchen auch noch ist Strom. Das heißt, ein Stromkabel, welches auch bei der Xbox Series X dabei gewesen ist, müssen wir auch noch anschließen. Fangen wir mit dem Stromkabel nämlich an. Das Stromkabel kommt auf die hintere Seite der Xbox Series X. Dort gibt es nämlich einen zweipoligen Port, in dem wir das Steckerchen reinstecken von dem Stromkabel. Die andere Seite stecken wir dann in unsere ganz normale Haussteckdose. Könnt ihr euch aussuchen, müssen halt zwei Löcher drin sein. Und Strom sollte auch drauf sein. Wenn wir das getan haben, gehen wir direkt weiter im Text. HDMI-Kabel, welche Seite ist Wayne? Weil beide Seiten sind identisch, sind halt HDMI-Kabel. Ne? Die kommt in den HDMI-Buchse der Xbox Series X-Konsole. Die andere Seite packen wir in das HDMI-Portchen von unserem Fernseher. Das ist auf der Rückseite des Fernsehers meistens untergebracht und es gibt mehrere dort. Also meistens sind es vier, fünf, ne? Sind immer so Standard. Und dort könnt ihr euch aussuchen, welche ihr haben wollt. Ist total Wayne. Jetzt müssen wir oder sollten wir den Fernseher einschalten. Bei uns läuft er halt schon. Weil wir sind uns nicht ganz sicher, ob das schon automatisch funktioniert. Wenn die Xbox Series X einmal eingerichtet sein wird, sollte sie auch den Fernseher danach automatisch starten, wenn er das natürlich unterstützt. Nun beginnen wir und werden die Xbox das erste Mal starten. Denn anschlussmäßig sind wir schon gut am Start gewesen. Wir drücken auf das X-Symbol an der Vorderseite der Konsole und nun macht sie ein kleines Piepen und wird das Betriebssystem selber booten. Und bumm, ihr seht, automatisch wird die Xbox erkannt vom Fernseher jetzt und eingerichtet. So, da haben wir es. Wenn ihr einen Fernseher haben solltet, der das nicht automatisch macht, dann müsst ihr das manuell machen. Dazu geht ihr auf eure Fernbedienung, auf Source. Ne, dann gibt es auf der Fernbedienung selber eine Source-Taste. Oder in dem Fall würden wir dann ins Hauptmenü gehen. Dann im Hauptmenü würden wir uns hier mit dem Bewegungspad nach drüben bewegen und dann zu hier Quelle wechseln. Dort würden wir dann über die Quelle, auf die Xbox zugreifen, beziehungsweise, wenn sie noch nicht erkannt ist, auf das HDMI-Pörtchen und könnten demzufolge dann auf den Port direkt zugreifen. Aber in den 99% aller Fernseher heutzutage unterstützen das schon automatisch. Also können wir das in unserem Fall jetzt schließen und sind jetzt im Einrichtungsmodus der besagten Xbox Series X eingekommen. Dort könnt ihr auswählen, ob ihr eine App runterladet vom Google Play Store oder eine aus dem Apple App Store. Oder, das habe ich auch schon gezeigt, ihr könnt auch ohne eine App diese Konsole einrichten. Mit der App ist es aber am einfachsten. Einrichten. Und zwar mit Hilfe der App, der App. Die Xbox App könnt ihr im App Store oder im Android Store oder Play Store runterladen. Die ist kostenlos. Und dann können wir sie benutzen, um die Konsole, die hier steht, einzurichten. Das geht relativ einfach. Wir legen jetzt mal los, indem wir die App starten. Und nun sehen wir auf dem Screen, verwalten Sie Ihre Konsole und stellen Sie sich eine Verbindung mit Freunden an Orten her. Denn die App selber könnt ihr für die Community selber benutzen. Wir wollen eine Konsole einrichten. Das heißt, wir drücken jetzt auf, wenn es hier angefordert wird, ne, hier ist nämlich ein Smartphone abgebildet, dort ist ein Code drin, dann, wo ihr die App herbekommt, seht ihr hier, https://xbox.com get app oder geht halt in den Google Play Store oder in den Apple Store. So, dann Konsole einrichten. Jetzt kommt im Menü der App
ein Feld. Code über Ihren Fernseher eingeben, steht da. Und den Code sehen wir ja dort oben. Das heißt, wir geben jetzt den Code, den wir dort sehen, ein. In dem Fall ist es GGRPJ. Der ändert sich immer. Der ist nämlich dafür da, dass dann unser Fernseher und unsere App sich dann auch wirklich anfreunden können. So, ich habe jetzt eingegeben, GGRPJTYZSC. Nun gehen wir mit der Konsole verbinden. Und jetzt wird eine Verbindung mit der Konsole im WLAN selber hergestellt. Das heißt, wir müssen nochmal bestätigen, dass eine Verbindung akzeptabel ist und diese Verbindung dann aufgestellt werden darf. Das dauert einen Moment, denn jetzt werden Daten hin und her geschwabbelt. So, jetzt haben wir hier ein Ausrufezeichen, habe ich irgendwas falsch eingesetzt? GGRPJTYZSC. Richtig. Also, es werden nur 6 Zeichen gesagt, das stimmt nicht, mit der Konsole verbinden. Wir verbinden uns mit der Konsole, ganz einfach. Es wird eine Verbindung mit der Konsole hergestellt und auch geschafft. Das heißt, ihr habt gerade gesehen, beim ersten Mal hat es nicht funktioniert. Also, bleibt am Ball. Einfach nochmal probieren. So, verbunden. Setzen Sie die Einrichtung auf Ihrem Smartphone nun fort. Okay, lass uns loslegen. Bestätigen Sie Sprache und den Ort. Deutsch, Deutschland, ihr könnt auch was anderes einstellen, wenn ihr woanders gerade seid. Dann geht es darum, welches WLAN soll hier genutzt werden. Wir nehmen das WLAN oder ihr nehmt euer WLAN zu Hause. Jetzt wird dort das Passwort, das WLAN-Passwort angegeben, welches euer Admin oder ihr zur Sicherung eures Netzwerkes herausgeschwabbelt habt. Wenn ihr dieses besagte Passwort angegeben habt, im Zweifel, wenn ihr es nicht mehr weiß, dann guckt ihr unter den Router. Wenn ihr es nicht gewechselt haben solltet, ist das nämlich dann euer Passwort. So, das heißt nämlich, jetzt durch die App bekommt unsere Xbox Series X jetzt Zugang zu unserem WLAN. Ich finde es aber irgendwie fragwürdig, warum man dieses extra WLAN-Passwort immer wieder eingeben muss, obwohl man ja schon eigentlich zu Hause in seinem WLAN ist. Das kommt daher, weil wir am Anfang ein Ad-Hoc-Netzwerk zwischen der Konsole und dem Smartphone aufgebaut haben und jetzt sozusagen uns zusammen mit ihm dann wieder in unser WLAN zu Hause im Wi-Fi-Netzwerk einrichten. Jetzt ist unsere Konsole online und kann nun eingerichtet werden. Ihr seht, hier oben wird eine Aktualisierung noch durchgeführt etc. Aber wir bleiben im Fokus auf der App, das heißt Energiesparmodus können wir einstellen oder schnelles Hochfahren. Schnelleres Starten, schnelleres Konsolenspiel auf dem Mobilgerät spielen können wir dann mit dieser schnellen Hochfahrmethode. Wenn wir auf Energiesparen gehen, ist es umweltfreundlicher und weniger Stromverbrauch. Können aber nicht die Konsolenspiele auf unseren mobilen Geräten spielen. Ne? Auf geht's. Automatische Aktualisierung sollten wir eigentlich immer anlassen. Jetzt geht es, die Remote-Steuerfunktion aktivieren oder nicht. Das Remote-System ist das, dass wir nämlich dann mit der Xbox auf unseren mobilen Geräten zum Beispiel spielen können. Das überspringen wir mal. Nun können wir uns mit dem Xbox-Profil selber anmelden. Ihr seht hier, das ist unangenehm. Wir dachten, Xbox so benötigt ein Update. Das ist nicht der Fall. Mann, Microsoft, der zweite Trouble in einem Setup. Nicht so toll. Aber so ist das halt. Wir melden uns jetzt also über die App mit unserem Microsoft-Konto an. Das Microsoft-Konto braucht ihr oder habt ihr bereits, wenn ihr zum Beispiel einen Windows-PC haben solltet oder wenn ihr einfach einen MSN-Dienst benutzt. Wenn ihr das nicht habt, dann erstellt ihr einfach einen neuen Microsoft-Konto auf eurem Smartphone. Auf geht's! Wir haben uns jetzt verbunden. Dafür brauchen wir die E-Mail-Adresse und ein Passwort, welches wir eingeben. Wenn ihr natürlich schon die Dienste benutzt auf eurem Smartphone, bleibt dies meistens verborgen, weil dann braucht ihr das nicht mehr. Anmelden und Sicherheitseinstellung. Keine Grenzen heißt für zu Hause. Meinen Hauptschlüssel anfordern. Das wäre sinnvoll, wenn ihr Kontrolle haben wollt, vor allen Dingen über Käufe. Und sperren, dann muss man sich jedes Mal ins Microsoft-Konto neu anmelden. Also keine Grenzen, wenn ihr zu Hause seid zum Beispiel. Wir können uns auch automatisch anmelden, wenn wir die Xbox einschalten. Sofortanmeldung aktivieren oder nicht, das ist eure Entscheidung. Diese Konsole Familie hinzufügen, das heißt, wir können auch Familien, einzelne Members der Familie zum Beispiel, einzelne Accounts, einzelne Oberflächen vorhalten. Deshalb können wir jetzt Familien hinzufügen, einzelne Kiddies, andere Partner etc. etc., was ihr wollt. Oder wir bespringen das.
Und jetzt werden wir noch informiert, wofür Daten verwendet werden. Noch weitere Informationen, um mehr Infos zu bekommen. Dann Gaming-Erlebnisse steigern können wir oder lassen es sein. Ne? Das geht zum Beispiel, wenn wir optional Daten für die Nutzung zur Verfügung stellen. Klar, sind wir dabei oder auch nicht. Wenn wir Daten und die, dann wird uns nur erklärt, welche Daten dort herausgegeben und geteilt werden. Können wir es durchlesen und schon sind wir fast da. Xbox Info und Angebote können wir in Verbindung bleiben. Herausgabe von Infos und Angebote können wir anschalten oder auch nicht. Ob wir dann tiefer in die Community alleine schon mit Microsoft eindringen wollen. Und welche Apps wollen wir zum Beispiel auf der Konsole vorinstalliert haben? Da können wir YouTube, Netflix, Prime Video und noch viele, viele weitere auswählen. Denn diese Xbox Series X kann unseren nicht smarten Fernseher smart machen, wie ihr seht, mit Smart Apps. Wir lassen das jetzt mal mit dem Vorinstallieren. Die würden einfach runtergeladen und dann zur Verfügung stehen. Jetzt geht's weiter und die Einstellungen. Wenn ihr schon mal eine Xbox gehabt haben solltet in der Vergangenheit, wird euch jetzt, wenn ihr diese natürlich mit eurem Microsoft-Konto verknüpft habt, angeboten, dass diese Setups mit dieser Konsole übertragen werden. Wir können das nutzen oder wir werden neu starten und einfach von vorne beginnen. Wenn ihr natürlich keine Xbox vorher hattet, kommt diese Option nicht zur Verfügung. Wird die Konsole von Kindern verwendet? Ja, nee. Also bitte. Konten verknüpfen mit Facebook oder Steam zum Beispiel, können wir machen. Und dann sind wir auch schon fertig dabei. Das läuft auch hier. So, fertig. Und jetzt können wir auch schon hier auf der besagten App sozusagen dann auch hier schon Games runterladen, sie verwalten, sie einrichten etc. Sehr sinnvolles Teil. Wir gehen aber jetzt hin und machen mit unserem Controller weiter. Und dann können wir nämlich hier nämlich weiter fortfahren. Und auch wenn das unangenehm ist, müssen wir jetzt erstmal wieder hier die beiden Controller verbinden, um jetzt hier drauf zugreifen zu können. Weil die Einrichtung der Konsole sollte jetzt abgeschlossen sein. Auch wenn es Microsoft gerade unangenehm ist. Wir machen unseren Controller, Wi-Fi-Controller an und werden nun hier auf den Pairings-Button gehen. Beziehungsweise wenn die schon mal sich verknüpft haben, können wir dann auf A drücken und weitergehen. Wenn dieser Controller noch nicht verknüpft war, drückt er hier auf den Pairings-Button, bis das X anfängt zu flackern. Und das gleiche macht ihr dann hier. Drückt ihr drauf, geht an und drückt dort auf den Pairings-Button, bis die beiden sich dann verknüpft haben. So, jetzt sind wir nämlich im System. Wir haben ja alles eingerichtet über die App, komfortabel vom Pool aus zum Beispiel. Und können jetzt dann auswählen, ob wir einen Game Pass haben wollen. Der Game Pass bringt uns in die Bibliothek. Alle Microsoft-Produkte, die entwickelt worden sind, können wir dort für 13 Euro im Monat spielen. Das ist so ein Abo-Service. Wenn ihr das nicht haben wollt, dann können wir natürlich runtergehen und auf Nein, Danke gehen. Auswählen immer mit A, zurück wieder mit B. Jetzt gucken wir, ob der Fernseher und die Konsole ihre perfekten Einstellungen zusammenbringen kann. Und das checkt er jetzt. Wenn jetzt nur Moves kommt, wartet ihr einfach 20 Sekunden, dann wird es wieder zurückgesetzt. Bei uns haben sie aber sich erkannt und die Auflösung von 4K habt ihr gemerkt und kann diese jetzt beibehalten. Wir bestätigen wieder mit A. Los geht's. Jetzt sind wir im Startmenü, wie ihr seht, und können uns hier rumbewegen. Hier können wir jetzt in den Store gehen, in Game Pass angehen. Wir können Unterhaltung machen, das heißt also auch andere Apps wie Prime Video, Netflix etc. nutzen. Events teilnehmen, Updates, vorgeschlagene Apps nutzen, weitere Infos, bla bla bla. Also jetzt sind wir im System drin. Wir navigieren nach oben, unten, rechts, links, wie wir wollen. Auswählen ist immer A, B ist immer zurück. So könnt ihr also diese Xbox Series X ganz einfach mit App und am Schluss mit Controller einrichten und das ganz gechillt vom Sofa aus zum Beispiel. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss.